In der juristischen Diskussion über das Thema Entschädigung bei Enteignung gibt es unter anderem einen Grundsatz, nämlich dass entschädigt werden kann, nur soweit es sich um ein Äquivalent eigener Leistung der Eigentümer handelt. Meine Damen und Herren, bei dem, was in den Bilanzen der Deutschen Wohnen steht, handelt es sich nicht um ein Äquivalent eigener Leistung, sondern das heißt, die Antizipation zukünftiger Spekulationsgewinne und derartige Dinge müssen nicht entschädigt werden. Und deshalb muss es hier mal zu einer realistischen Diskussion zu diesem Thema kommen. Und deshalb sage ich, wenn es zu Entschädigung kommt bei möglichen Vergesellschaftungen. Noch haben wir ja dieses Gesetz überhaupt nicht. Und Herr Trecker, es gibt auch keine Entschädigungsliste der Linken, keine Enteignungsliste der Linken. Noch haben wir ein solches Gesetz nicht. Sollte es jemals dazu kommen, wird es eine Entschädigung nach dem Ertragswert geben und damit keine Belastung des Haushaltes, weil das, wie auch bei dem Rückkauf der Berliner Wasserbetriebe, das aus dem Unternehmen und zwar ohne Mietsteigerung finanziert werden kann. Das wird der Weg sein, den wir gehen, wenn es dazu kommt.